Herr Beyeler, Swisscom streicht für die meisten Abos die Roaminggebühren. Überrascht Sie das als Telekom-Experte vom Vergleichsdienst Comparis? Ja, ich war heute Morgen überrascht, als ich das neueste Angebot von der Swisscom mitbekommen habe an der Medienkonferenz. Ganz konkret, was bedeutet das für einen Kunden, der zum Beispiel 2 Wochen mit der Familie in Spanien Ferien macht? Also, bisher war es so, ich war 2 Wochen in der Ferien und meistens hat man das Handy doch relativ zurückhaltend benutzt, weil man eine höhere Telefonrechnung bekommen wollte nach der Ferien. Und neu ist das so, man kann in die Ferien gehen, man kann mit der Familie telefonieren und muss nachher nicht mehr erwarten, dass eine extrem höhere Telefonrechnung ins Haus flattert. Allerdings muss man sich auch bewusst sein, das Internet tut man weiterhin besser über das WLAN benutzen, weil das Datenvolumen, das dabei ist, das man auch zum Surfen brauchen kann, das ist doch eher gering für die meisten Kunden. Warum kommt Swisscom ausgerechnet jetzt mit dem Angebot? Das kann ich mir auch nicht erklären, weil Februar ist ja nicht wirklich da bekannt dafür, dass das jetzt die typische Feriensaison ist. Wahrscheinlich wollten sie jetzt einfach jetzt so ankündigen, wie toll das sie sind. Es hätte viel mehr Sinn gemacht, man hätte irgendwie Anfang Juni gesagt, so, die Ferien sind von der Tür, wir senken unsere Preise. Für wen lohnen sich die neuen Abos und für wer vielleicht nicht? Also grundsätzlich kann man sagen, wer bereits ein Infinity-Abo hat, also ein Flatrate in der Schweiz, der dürfte besser fahren, wenn er jetzt sein bestehendes Infinity-Abo auf das neue Infinity-Plus-Abo von der Swisscom wechselt. Das muss man aktiv machen. Also wer bisher bei der Swisscom ist, wird jetzt nicht automatisch gratis im Ausland telefonieren, sondern man muss bei der Swisscom anrufen oder vorbeigehen und sagen, liebe Leute, ich möchte gerne das neue Abo, weil ich im Ausland gratis möchte telefonieren. Die Grundgebühren bleiben gleich, aber die Angebote, dass die Angebote, da muss man doch eine gewisse Menge telefonieren und surfen, damit sich die lohnen in der Schweiz. So mit einer brauchbaren Internetgeschwindigkeit ist das günstigste Angebot bei etwa 75 Franken im Monat. Und viele Kunden, ja, die brauchen das eigentlich nicht. Die fahren weiterhin besser, wenn sie ein einfaches Abonnement haben und nachher vor der Ferien einfach. Das muss man allerdings machen, auch wenn es ein bisschen mühsam ist. Vor der Ferien sich schlau machen, mit welchem Angebot fahre ich günstiger. Swisscom drückt auch bei der Surfgeschwindigkeit aufs Gaspedal. Gewisse Angebote werden zünftig viel schneller. Braucht es das überhaupt? Also bei den kleineren Angeboten, also die, die eher wenig kosten im Monat, ist das natürlich so toll, wenn ich jetzt neu mit 2 Megabit statt mit 1 Megabit surfe. Damit kann ich auch ein Video schauen, das ein bisschen bessere Auflösung hat. Zwar noch nicht HD-Auflösung, aber doch ein bisschen bessere Auflösung als bisher, wo man doch eher an Briefmarke grosse Videos, die verpixelt daherkommen, erinnert wird. Aber bei den größeren Angeboten ist das eigentlich ein Marketing-Gag, weil man mit 30 oder 40 Megabit hat. Das merkt man eigentlich als normaler Kunde nicht, außer man ist irgendwelcher Architekt oder Sportfotograf, der die Bilder möchte übertragen und die Pläne möchte übertragen. Dort merkt man natürlich so die schnellere Geschwindigkeit. Aber für den ganz normalen Benutzer, der einfach ein bisschen nie aufzulesen und vielleicht ein YouTube-Film schauen, der merkt von dem nichts. Auch die Kosten für Prepaid-Kunden, die in Europa telefonieren wollen, kommen oben runter um bis zu 38%. Müssen wir uns Sorgen machen um Swisscom? Weil mit dem Angebot verdienen jetzt wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig viel. Also grundsätzlich tut natürlich Swisscom eine Misskalkulation machen. Die Preise kommen ein bisschen runter. Gleichzeitig sind natürlich die Preise in der Schweiz immer noch relativ hoch. Und Swisscom hat natürlich das auch eingerechnet. Also ich denke jetzt nicht, dass Swisscom wird pleite gehen wird. Das würde mich dann noch mehr überraschen als die heutigen Preise. Jetzt ist Konkurrenz am Zug. Die müssen zünftig über die Bücher. Es ist aber sehr paradox, wenn man anschaut, wie sich die Preise in den vergangenen Jahren entwickelt hat bei Orange und bei Sunrise, kann man sagen, die allermeisten Kunden zahlen immer noch gleich viel wie vor Jahren, weil die Anbieter, die wollen eigentlich auf die Einnahmen nicht verzichten, Orange und Sunrise, senken die Preise für die breite Masse nicht, sondern machen einen einfachen Trick. Sie haben einfach Sonderangebote und die Kunden, die wissen, dass es diese Sonderangebote gibt und beim Kundendienst anrufen, die zahlen weniger. Und die grosse Rest der Kunden, die einfach in die Ferien verreisen, das Handy einschalten, die werden absolut abgezockt. Kann man das Swisscom-Angebot überhaupt noch toppen? Also gut, man kann jedes Angebot immer noch toppen. Der einfachste Weg ist einfach, ein Angebot 1:1 kopieren und den Preis ein bisschen anbieten. Die Frage ist natürlich, ob das so passieren wird. Und da denke ich mal, das Preisniveau
Swisscom gibt seit einigen Jahren das Preisniveau im Markt vor und tut eigentlich vorpreschen und die beiden Konkurrenten reagieren nachher entsprechend. Wenn Sie, Herr Beyeler, heute Abend müssten einen Handyvertrag abschliessen, zu welchem Anbieter würden Sie gehen? Ich würde das Zambudget-Angebot nehmen. Das kostet 29 Franken im Monat, hat 500 Minuten dabei, das reicht für die allermeisten Leute, für mich auch. Und 1 GB Daten, das reicht für mich auch. Ich will vorher ein bisschen Mails anschauen, ich will ein bisschen WhatsApp-Nachrichten verschicken und ich will ab und zu auf die Newsseite mit dem Blick das rumsurfen und schauen, was ist eigentlich im Moment in der Welt los. Und für das reicht es absolutes Angebot für 29 Franken. Ein Budget, dahinter steht Swisscom. Das wäre im Moment das Abo, das ich abschließen würde, wenn ich jetzt ein neues Abo abschließen würde.